Was sein muss. Ah, bei Live geht's mit der Knife auf das 2. Hier im zweiten Spiel des heutigen CS 1.6 Samstags. So, sehr schön. Lord klärt zur Knife und werde natürlich T bleiben und mal gucken, ob das hier auch so ein einseitiges Spiel wird wie eben. Da sah Virtus Pro nicht wirklich gut aus, aber Place to Play hat, ist ja der einzige Teilnehmer, der sich durch einen Qualifier aufs Turnier spielen musste. Und ich habe gelesen, die haben Kirchschnitt da unter anderem geschlagen. Also die Jungs sind anscheinend gut drauf, aber mal gucken. Bin eher auf ESC gespannt, ob sie hier noch willig sind, ein Turnier zu gewinnen oder nicht. Ich hoff's, denn in der Lage dazu sind sie alle mal. Sollte hier ESC gewinnen, dann kommt zum großen Aufeinandertreffen zwischen Navi und ESC. Und der, was wirklich viele sehen wollen, denke ich nochmal. Und es könnte sogar am heutigen Tag zweimal dazu kommen. Einmal im Best of Three im Halbfinale quasi und einmal im Finale als Best of Three. Nee, Best of One im Halbfinale und Best of Three im Finale. So, ESC alle überlangen. Sehr mittellastige Aufstellung von Place to Play. Da deckt wirklich niemand kurz. Der Lag war jetzt sehr ausnahmsweise mal hilfreich. Boah, das sieht nach so einer Faculty-Taktik aus. Bombe zu lang planten und dann... Oh, da haben sie auch schon HEs. Sehr schön. Ja, also das ist komplett... Wie man es mal für Faculty in der EPS gesehen hat. Jetzt wird man es gleich... Schöne Flash. Boah, sauber von Neo. Aber wirklich gut. Jetzt kommen die HEs. So, da wird noch nicht diffused. Dann haben die CDs eigentlich keine Chance mehr, die Runde irgendwie zu drehen, wenn sich die T's nicht so offensiv zeigen. Ah, Bombe tickt schon viel zu schnell. Und da hat selbst Fox mit seinem Kind keine Chance mehr. Der geht sie hoch. Schöne Pistol-Taktik von ESC. Aber Place to Play auch komplett umgangen. Als ob sie gewusst hätten, was die Russen da spielen. Place to Play auch alle Russen, nicht so wie bei Virtus Pro, wo zwei Ukrainer am Stissel sind. Ah, da wird schon seriös gespielt bei ESC. Kurz gespottet, ob das ein HE-Falle ist. Also wurde gespottet und sich dann direkt zurückgezogen. Boah, aber Dossier macht einfach mal, packt einfach mal wieder seine Russen-Diegel aus. Oh, einen dritten nimmt auch noch mit. Sehr starke Runde von Dossier. Boah, Helly auch. Und jetzt 1-on-1-Tess. Der K gegen Helly. Ah, krasse Runde von Dossier. Das lässt hoffen. Auf ein gutes, spannendes Match vielleicht. Sehr belastige Aufstellung. Jetzt bauen sie B weg. Oh, sehr ekelhaftes Timing dafür, Lord. Aber ist hier direkt geschalten, direkt hinterher holen wir die Bombe. Schon mit dem richtigen Riecher. Ah, dieser Dossier ist heiß. Also wenn der gleich so weitermacht, wie er hier in den
Ecos anfängt, dann sehe ich hier kein Landfee, sehe aber mal gucken. So, WP bei Fox. Bei Pascha sehen wir noch keine. Fox A lässt sich unterwegs. Und siehst, Katas rein, also gepusht. Natürlich auch sehr laut. Und Lord deckt nur Thebes ab, also der wird. Haben sie zwar jetzt Kontrolle, aber ESC wird da keinen dummen Frag kassieren, außer Lord kriegt den Monster-Headshot. Wieder eine sehr offensive Aufstellung von Dossier, von Placeplay allgemein. Mit Katas drin. Boah, da verliert Dossier sein erstes Equip-Duell gegen Tess. Und macht doch überhaupt keinen Damage. Wir sehen der wirklich sehr kontrollierten Steg ein. Oh, aber auf einmal fallen sie alle. Schöne Flash von Kuben. Der jetzt im 1 gegen 2 gegen Siehst und Helly stehen muss. Und Bombe Mitte down. Also da hatten sie sich, glaube ich, hat das oben nicht gezeigt. Und AC hat war dann schon ein bisschen überrascht. Krass, wie sie die Runde nochmal drehen konnten. Es sind einfach mal alle gestorben am Steg. Sehr komisch, ja, dass ich das nicht gesehen habe. Fox hat leider natürlich gerade die Arme verloren. Muss jetzt B mit dem 4 halten am Sixer. Ja, gefällt mir, dass Placeplay da sehr aggressiv Steg spielt. EC wird das natürlich mittlerweile auch schon gemerkt haben. Bin gespannt, wie sie da nächste Runden, wie sie nächsten Runden drauf reagieren. Ach, guter Job von Fox. Schöne Orca-E. War es nur noch TS gegen 3, gegen 4 sogar. Also das ist schon mal sehr interessant. Das fängt nicht so an wie bei Virtus Pro gegen Navi, wo man immer den Eindruck hatte, Navi ist hier ein Ticken. Oh nein, ist hier ein Abkack. Navi ist immer ein Ticken besser. Place2Play präsentiert sich jetzt schon mal sehr, sehr, sehr gut. Und das nach den ersten 5 Runden ist schon eine Leistung. Schade, dass sie es jetzt abgekackt ist. Und EC scheint das auszunutzen. Rushen direkt B. Boah, in der Glock Eco kriegen der Fox. Mit einer Waffe könntest du es jetzt fast sogar noch drehen. Denn Siehst hat keine Waffe, hat nur die USP. So, dann kommt es auf Tess an. Einer wichtigsten Spieler der letzten. Also, ist der letzten Jahre eigentlich bei ESC. Die ist so krass gemacht. Da war er blind. So, da fallen sie alle. Schöner Retake. Mal alles gut gegangen, dass sie und Ellie. 3 und 5 HP, also hätte gut und gern noch fast anders ausgehen können. Aber schönes Opening. Natürlich bitter für Siehst, warum er auch immer abgekackt ist oder das Spiel verlassen hat. Keine HP bei Pascha. Oh, Dossier. Ui. Uiuiuiuiui. Dossier 22, Neo 15. Aber lang sind die Frags gefallen. Wollte man, glaube ich, auf Contact irgendwie schleichen. Also sehr geil, was Place2Play hier Offensives auspackt. Damit hat ESC gerade richtige Probleme. Dennoch können sie die Unterzahl noch drehen. Wobei A fast der falsche Weg wäre. Wobei, wenn sie sich mehr Zeit lassen. Och, sehr gut für Neo. So zieht sein Mate auch nach. Und setzt uns zum A-Split an. Sehr gute Entscheidung. Kuben lenkt da ein bisschen ab. Zieht die Aufmerksamkeit auf sich. Aber was kann Dossier machen? Steht sehr defensiv. Fox kann da gleich lange übernehmen.
So, jetzt lang der Kontakt. Beide Spieler lang. Und mit Dossier rechnen sie nicht wirklich. Und Neo mit 15 AP. Und Overdrive macht's. Place to play geht's erste Mal in Führung. Das ohne Pistol. Nicht schlecht, eine Eco davon geholt. Also sehr, sehr gut. Die setzen es einfach weiter fort. Aber sehr gut gemacht für den ESC. Kassieren da keine dummen Frags und nehmen sehr kontrolliert die Mitte ein. Und das können nicht viele Teams, da die Mitte oben so defensiv spielen und so kontrolliert keine Frags kassieren. Was für krasse Flashes. Katas war anscheinend auch gerade gepusht. So lang sind sie jetzt durch. Boah, die Flashes sitzen einfach so perfekt teilweise. Jetzt kommt Taz auch nochmal bei kurz. Also perfekt in die Zange genommen. Boah, schöner Headshot dort, Fox. Die Bombe. Ah, die Bombe ist durchgefallen. Also. Oh ne, die liegt da. Neo macht sie beide. Sehr, sehr schöne Runde von der ESC. Gefällt mir. Bringt auch die AWP mit. Somit das erste Mal AWP für Pascha. Und Blissplay hat Geld. Ja, Dossi, ja. Oder du. Steg eingenommen von Neo und zieht auch den First Track. So, kann jetzt ansagen, dass da nichts mehr ist. Somit sehr wahrscheinlich, dass da lang trotzdem das Doppel war. Pascha zieht, glaube ich, nur lang defensiv rein. Och, Neo kriegt durch die Kiste. Muss da weg, um die HE, auszuweichen. Krass, wie lange sie da zielen. Was macht Kuben eigentlich? Ach, Kuben war kurz AFK, auch gut. Deswegen hat ESC jetzt auf ihn gewartet. So, splitten jetzt einfach A. Haben wir ja noch die Kontrolle von an den Treppen. So, bleib jetzt auf das hier. Wenn es einer richten kann, dann er. Ach, schön vorgeaimt. Nimmt den ersten, nimmt den zweiten. Nein, der Jump. So, jetzt brauchen wir vielleicht von Base. Och. Schade, Mann. Wenn die vielleicht ein bisschen näher kommt und die AE einen Ticken später, dann kann er da vielleicht noch einen ziehen. Aber der noch 2 gegen 2 Situation. Schöne Support-Flash. Ziehen beide hoch. Oh, Neo im 1 gegen 1. 7 HP ist wieder low. Eben hat er es 1 gegen 2 abgegeben. Boah, der CT. 3 Sekunden noch. Oh! Krasses 1 gegen 1 von Neo, aber was Overdrive da macht. Klar, dass er weggeht, aber er muss doch die Steps hören und dann muss er auch mal nach oben zielen. Sehr gut gespielt von Neo, aber dass er durch den Frag geht. Einzig Richtige, was er hätte machen können. Aber sehr weird von Overdrive. Na, wo ist Fox? Okay, wo ist P-Eco diesmal? Die erste im Spiel seitens Place to Play. Und mit der Abfahrt keine Waffe verloren. Super Eco, Anti-Eco von EC. 6 zu 4 der Spielstand. Geld auch wieder vorhanden. Fraglich, ob es für eine AWP gereicht hat. Nein, nur Famas. So, jetzt bin ich gespannt, ob sie weiterhin aus Offensiv spielen. Ja, machen sie auch. Oh, doch eine Abel. Weil sie ist schöner Tower in der Smoke. Aber Neo schon wieder Steg von. Ach, verliert das Duell gegen Dossier. So, 3 gegen 5. So, jetzt noch eine Gear, die wäre geil. Schönes Timing von Taz noch. Sehr schöne Shots.
Jetzt müsst ihr Kuben rumziehen. Oh. Okay, die Bombe liegt. Sie können zu lang liegen. So, Frage ist jetzt, wo kommt der Retake? Überlang. Und beide gehen kurz gegen. Weil die Bombe liegt eigentlich zu lang, dachte ich, hinter der Kiste. Oh, jetzt stehen sie da super offen. Oh, Kuben macht's einzig Richtige. 1 gegen 1 jetzt und die Bombe tickt viel zu schnell. Weil Kuben spielt super, Heli muss weg. 7 zu 4 für ESC. Oh, schön nochmal geduckt von Heli. Wusste genau, dass er das abzielt. Boah, aber wenn da eine Flash von dem Kurzspieler kommt, irgendwie so eine Gerdi oder so, und dann zieht lang rum, dann sind die da auf dem Kett tot. Ein bisschen glücklich vielleicht auch für ESC, aber dennoch schöne Entscheidung von Kuben, da CD-Base zu springen. Und da haben sie sich wirklich sehr gut drauf eingestellt jetzt. Den Runden brennt doch gar nichts an. Nicht so viel wie direkt in der zweiten, wo es zum 1 gegen 1 kam. Keine Ahnung, was sie da schreiben. Kann leider kein Russisch. Ah, Sound scheint ganz okay zu sein. Da wurden die Hits gehört. 8 zu 4. So, kurz kann man irgendwie nicht mehr halten. Wobei Dossier ja vorhin ja das Duell gewonnen hat gegen Neo. So, kurz würde mit dem Spawn jetzt auf jeden Fall nicht direkt anfahren. Aber lang geht's schnell raus. First Check sitzt. Oh, Heli kommt noch weg. Sie ist Held am B. Pascha wollte da ausschließen. Aber er konnte ansagen, dass vor B, glaube ich, dass er vor B gegangen ist. Oder ich weiß nicht genau, wo er getötet wurde. Okay. So, hier jetzt B draußen. Es hat den Frag in der Mitte gemacht. Oh, sehr schön die Runde gedreht. Und das ist auch scheißegal, dass Pascha gestorben ist. Er hat einfach die wichtigste Info in der ganzen Runde gebracht. Aber dass B schlecht gedeckt ist oder sogar offen ist. Dann gut die Entscheidung von ESC, da hinzugehen und die Runde zu entscheiden. Die Runde zu holen. Also so gut Place to Play am Anfang gespielt hat und wie sie das alles durchgebracht haben, so ideenlos scheint sie jetzt zu sein oder überfordert, würde ich mal ausdrücken. Aber ESC variiert auch wirklich sehr schön. B rushen. Fox nimmt 3 mit Famas. Neo noch ein Ende mit der Neo gegen 3. Wieder Last Man Standing. Und da hat er keine Chance. Sees bankt. Schöne Runde von Fox am B. Ja, es war so ein kleiner Read, glaube ich. So eine, ein bisschen spekuliert für eine ESC. Das, vielleicht haben sie gedacht, dass A jetzt ein bisschen verstärkt gedeckt wird. Und B vielleicht nur außerhalb oder so. Oder B halt komplett irgendwie außer Acht gelassen. Sowas kann ich mir gut vorstellen. Schade, dass es nicht geklappt hat. Pascha mit seinem ersten First Track mit der Arbe. Schöner Rework von Heli. Man kriegt auch nicht allzu viel Damage raus. Aber Lord, guckt sich das an. Lord schon B drauf. ESC baut um.
Sehr schön von Lord. Smokt auch die City Base. Also die Runde brennt wieder nicht an. Pascha zielt auch direkt. Letztes Spiel auch bekannt. Schöne Halbzeit, 10 zu 5, auch wenn ich mir vielleicht noch ein, zwei Runden mehr Place to Play gewünscht hätte. Dennoch, schöner Start. Präsentieren sich auf jeden Fall schon mal wesentlich stärker als Virtus Pro. So, packt Place to Play auch so eine Taktik aus? Ich glaube eher nicht. So, Neo mit dem Backup-Duell. Verliert's gegen Fox, der USP hatte. Aber Cut das eingenommen von ESC. So, Overdrive hat er, glaube ich, auch geschossen. Also, sie wissen, dass er sehr defensiv ist. Der Rest der Ts muss am A sein. Wollen, glaube ich, lang gemeinsam rumziehen. Ja, wird schon gezielt. Oh, jetzt muss man aufpassen. Ja, sehr schön. Ah, die Runde sehe ich noch nicht gewonnen für ESC. Die sieht gar nicht mal so gut aus. Oh, die Ace sitzen zwar gut, aber ESC ist sehr schön reagiert. Gehen direkt über kurz. Wer ist der Erste? Kuben. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Tess macht's. Hier ist low. Jetzt sieht es auch schon einigermaßen angeschlagen. So, da wird am Schlitz gezielt. Muss der letzte Pascha anlangen. So, Pascha kommt jetzt zum Zug. Sehr schöner Retake, Mann. Da haben sie richtig gut, richtig lange auf Pascha gewartet. Krasser Retake, auch direkt reagiert von den Mittelspielern. Dass sie dann nicht irgendwie versuchen, über CTBs hochzukommen. Was man vielleicht bei schlechteren Teams sieht, sondern sie direkt mit rein, direkt über kurz. Einzige Chance, die Runde noch irgendwie zu drehen, wenn sie da an der Schräge kämpfen. Das sind die Fracks nicht garantiert. Aber die Russen haben gekauft. Ist sie hat aber schon gut ausgeschlossen. Mitte nichts. Katas nicht so viel. Sie ziehen nicht ganz Katas rein. Machen dann Doppel am Neo. So, wer hat jetzt den Fack gemacht? Fuchs, okay. Lol. Wie hat er von da unten den Headshot gemacht? Lang geht's durch. Aber Neo, Tess stehen. Pascha auch. Fox mit seinem zweiten Deagle-Shot. Nimmt keinen dritten mit und Overdrive mit der Bombe gegen 2 und leider keine AK. Nein, oh, er hat nicht mal getroffen. Neo gibt ihm Hits. Aber er kann Overdrive eigentlich nicht mehr viel machen. Neo kommt rum und gibt ihm 12 zu 5. Schade wirklich, dass Place to Play nicht die Pistole gewinnt. Was machen sie da? Einfach reingestrahlt. Sauberst du Doppel da am Neo. Okay, da ist Pascha. So, da steht schon 13 zu 5. Und so viel Geld ist bei PlaySplay auch nicht vorhanden. Zweite Runde nicht gelegt, dritte Runde nicht gelegt. Nur erste und in der zweiten hatte man ja gekauft. Und Fox mit Aave. Ich sehe Block direkt lang. Rest mehr oder weniger Standard. Also sie sind lang wirklich Ultra-Akro. So,
auch Place to Play. Also Dossier hat schon wirklich einen sehr ähnlichen Spieß wie Neo. Reagiert da gut drauf, geht direkt Steg vor. Ich glaube, Helly wird da jetzt. Soll da jetzt was machen? Nee, Helly soll nur die Verschieber abgammeln. Aber Neo einfach souverän. Hat da, glaube ich, auch eine Flash gekriegt von Kuben. Sehr schönes Timing da auch rumgezogen. Da sieht man auch, das hier guckt in die Wand, ist da wirklich sehr lange blind. Das spricht für gute Gegenflashes von ESC. Da gibt es auch nochmal eine Flash für den Cat. Jetzt nur noch Dossier gegen drei. Bombe liegt irgendwo. Keine Chance. Also ESC souverän. Bin schon gespannt aufs Duell gegen Navi. Vor allem, welche Map wir da sehen. Wäre ganz cool, wenn wir mal alle heute durchhaben und nicht immer nur die gleichen. Bis jetzt geht es ja schon mal gut los mit Tuscan und D2. Map wäre mir eigentlich egal, außer. Train würde ich ungern sehen zwischen Navi und ESC. Wobei. Ach, egal, Hauptsache das Duell angucken. Das hier First Track am B, aber Pascha steht noch. ESC ist am Rotieren. Entscheiden sich lang einzunehmen. Er zielt kein T, also sie könnten theoretisch durchpushen, aber von der Zeit reicht das nicht mehr. Wenn sie jetzt wirklich B gehen sollten. Wobei Neo. Da hat er ihn nicht gesehen. Ah, Pascha stirbt leider. Oh. Neo kriegt auch direkt Headshot von Dossier. Und dann können die T's sparen, die C's sparen. Schade, dass es vom Tank nicht mehr gereicht hat. Aber ESC hat sich dazu entschieden, die Kontrolle zu holen, irgendwo lang vorgegangen, aber. Ja, hat halt nicht mehr gereicht. Schade, dass Pascha. Ich glaube, das war Pascha, oder? Egal. Vielleicht hatte Neo auch keine. Vielleicht hatte Neo auch keine Flash mehr und konnte ihm sowieso nicht helfen. Hat er noch? Place to Play mit der ersten. T-Runde. Kellyan fragt, wann das Finale ist. War mal ursprünglich auf 14:30 Uhr angesetzt, aber da jetzt hier schon gut eine Stunde Delay drin ist, würde ich mal sagen, nicht vor 3, vielleicht halb 4 so. Mal gucken, je nachdem wie lange hier die anderen Spiele gehen dann. Das erste war ja schon relativ früh vorbei. Sehr schön geschossen von Dossier. So, kurz eingenommen, aber Lord sehr schön am Pushen. Also die Runde können sie noch holen, wenn Kuben lang überlebt und Lord hier 2 macht. Da hat man so wunderbar gesehen. Nein, Kuben stirbt an der Headshot-Rampe. Und jetzt kann Lord auch da nicht mehr viel machen von hinten. Die Zange geht einfach da nicht mehr auf. Tess versucht es auch gar nicht mehr. Schade, jetzt muss ich mal gucken, wo. Schade, dass er sich dort zeigt. Also eigentlich muss er auf Zeit spielen, hier immer wieder springen. Aber die Frage ist, ob er da noch eine Flash gehabt hat, um sowas zu spielen. Schöner Schuss von Lord, aber bringt halt alles nichts. Bombe wird hochgehen. Nur noch Tess. Seine Waffe wird er durchkriegen. Da ist kein T in der Nähe. Ja, 2 T-Runden schon mal in Folge und ich habe vergessen zu switchen oben natürlich. Siehst du, was brauchen wir denn Go nehme ich nicht. B-Rush. Keine Chance für ESC. Aber komisch, dass Tess dort mit der Waffe vorgegangen ist und nicht die USP vorgeschickt hat.
Ja, jetzt drei Runden in Folge, wenn sie jetzt. Also, sie haben sie auf jeden Fall am Sparen. Eine Runde können sie noch abgeben. Also, es könnte auch gut und gerne eine Overtime werden. Aber dazu müssen sie jetzt echt sich in den Rausch spielen. Wir sehen keine Arme bei Pascha. Also, schon. Bisschen ungewohnt, würde ich fast meinen. Und ESC entscheidet sich direkt, was zu pushen. So, gibt's die Banks. Lord mit dem ersten. Wird abgezielt, abgeflecht. Zieht sich weg. Mates sie nach. Vier Mann in Cutters. Krass. Cutters unten das Duell. Neo mit dem Refrag. Sauber. Aber drei T's noch am Leben. Und die haben null Kontrolle. Also jetzt. Wäre es eigentlich cool, wenn einer lang ist, wenn der lang schon irgendwie vorne ist oder so. Und Lord achtet nämlich da auch drauf. Also er rechnet selbst damit, was ich gerade gesagt habe. Das wäre so der Weg, den man als T dann gehen könnte. Relativ zügig, aber da war natürlich keiner. Was ein zweiter Schuss für Neo. Heftig aber nur. Und Fox, ja, er weiß auch, dass Fox so ist. Und dann wird es einfach überrannt. Der City Steps. Und das ist Draw 15-7. Ne, 15-8, sorry. Das ist ein Mini-Duell. So, wo ist der Refrag? Doch, hier hat ihn gemacht. Nehmen wieder ein. Neo Dossier auch irgendwie so das Duell des Spiels hier. Die treffen wirklich immer wieder aufeinander. Oh, ist hier relativ gesplittet. Ziehen sich aber sehr nah zueinander. Machen das gut und. Ach, scheiße, dass Pascha gerade nicht Mitte zielt. Aber Neo wird das gleich spotten und mit Timing. Neo einfach so krass heute. Alter Vater, ich freue mich auf das Duell gegen Navi, ihr hoffentlich auch. Und was ich vor allem hoffe, ist, dass ich wach werde und zweitens, dass das Spiel nicht so lange dauert jetzt, bis es anfängt. Also